können nur sagen, Django lebt. Ja. Ja, fangen wir am Anfang an. Geboren am 21. Juli 1951 in Künzelsau, Hauptstraße 78, erster Stock. In eine sehr sportliche Familie hinein. Meine Mutter beispielsweise war über 20 Mal württembergische Meisterin im Faustball und hatte auch so einen richtig ordentlichen Bums. Und das habe ich immer gemerkt, wenn ich meine Lateinvokabeln nicht so gelernt habe, wie sie sich vorgestellt hat, dann flog mir auch durchaus mal das Buch gegen den Kopf. Da musste man halt schnell sein beim Ausweichen. Ja, und so blieb mir auch nichts anderes übrig. Mein Vater hat viel Fußball gespielt, mein Bruder auch Faustball gespielt und Leichtathletik betrieben. Und meine Mutter beispielsweise noch ist über 5 Meter in der damaligen Zeit, in den 30er Jahren, weit gesprungen. Also das war schon recht ordentlich. Jedenfalls, ich konnte nicht anders als auch Sportler werden, habe dann angefangen mit Fußball, wie sich das so für einen Buben gehört. Aber mein erster Rückschlag erfolgte dann schon, als ich eingeschult wurde. Bei der Einschulung, damals wie heute, wurde man ja auch medizinisch untersucht und dabei hat man bei mir Knick, Spreiz, Senkfüße, O-Beine und Hängeschultern diagnostiziert, was dazu geführt hat, dass ich mit den größten, sportlich gesehen, größten Flaschen meiner Klasse ins Schulsonderturnen gehen musste. Ich, der beste Fußballspieler seiner Klasse. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass ich mit der Sportart Turnen nichts mehr zu tun haben wollte. Und kam dann aber doch noch zum Turnen, weil Freunde von mir dann auch irgendwann mal später ins Turnen gegangen sind. Da bin ich mit. Und dann hat man festgestellt, oh, hast du eigentlich Talent, kannst du ein bisschen was schneller lernen als andere. Und dann habe ich damit angefangen. Und ein paar Jahre später, da war ich schon 12, ist dann ein Mann in mein Leben getreten, der war 60 Jahre älter als ich, Otto Ziplis hieß er, ein Ostpreuße, also Zucht, Ordnung, alles gerade und pünktlich. Der hat mich dann unter seine Fittiche genommen, hat in seinem Garten eigene Geräte stehen gehabt, ein Pauschenpferd, ein Barren und ein Reck. Also das Pauschenpferd, das hatte solche Pauschen drin, die konnte man nicht verstellen im Unterschied zu heute. Habe ich also sehr früh schon gelernt, mit Unwegsamkeiten zurechtzukommen. Ein Barren, der war in der Mitte noch massiv und ein Reck, das sich überhaupt nicht bewegt hat. Heute, wenn man so eine Riesenfelge macht, dann muss ich die Reckstange bei einem 70-Kilo-Mann so 15 cm durchbiegen. Bei der hat sich nichts durchgebogen. Also jedenfalls an diesen Geräten habe ich dann mit Otto Ziplis zusammen und mit meinem heutigen Freund und Vorsitzenden des TSV Künzelsau, wo ich ja immer noch Mitglied bin seit 60 Jahren, mit dem habe ich dann zusammen angefangen zu trainieren. Sein Name war Erwin Bergmann. Und dann hat uns dieser Otto Ziplis bis zu den deutschen Jugendmeisterschaften geführt. Ich bin dann erfreulicherweise beim Deutschen Turnfest 1968 auch deutscher Jugendmeister geworden und in demselben Jahr dann auch umgezogen nach Frankfurt, weil es dann sinnvoll war, weiterzumachen oder wenn ich erfolgreich werden wollte, dann auch weiterzumachen. Dort, wo das Leistungszentrum gerade eingerichtet wurde, man hat viele junge Leute dort zusammengezogen im Hinblick auf die Olympischen Spiele, dort miteinander zu trainieren und sich dann gewissermaßen gegenseitig anzustacheln, erfolgreich sein zu wollen und Leistungen zu erbringen, um bei den Olympischen Spielen im eigenen Land in München 1972 dann auch erfolgreich zu sein. Ja, und so bin ich umgezogen nach Frankfurt, kam in die Schule, in die Freier vom Stein Schule. Und das weiß ich noch, nachdem ich ja dann später in die Politik gegangen bin. Ich kam da an und da stand auf der Mauer Hagi Don, so hieß unser Direktor, ein strammes SPD-Mitglied. Hagi hat Dräger am Stecken. Ich konnte mit
Drecker überhaupt nichts anfangen, habe dann aber gelernt, dass es der Vorsitzende der CDU von Hessen war und dass er wohl zu den Hardlinern zählte. Und das war natürlich für unseren Direktor ein heftiger Angriff. Aber wie dem auch sei, ich habe mich dann auch in Frankfurt langsam eingewöhnt und nach 2 Jahren dort Abitur gemacht. Und dann ging es erst so richtig los. Okay. Ja, das haben mich einige schon gefragt, aber das hing schlichtweg damit zusammen. Zunächst mal, ich ging dann 1971 für ein halbes Jahr nach Japan und habe da dann wirklich interessante Dinge, für mich interessante Dinge gelernt. Beispielsweise haben die Japaner sich vor dem Gerät aufgebaut in einer Reihe, haben sich verbeugt vor dem Gerät, haben gesagt, Onegai Shimasu, was dann so viel heißt wie bitte, liebes Gerät, lass mich an dir trainieren und wirf mich nicht ab. Und haben sie trainiert und wie sie fertig waren, haben sie sich wieder dahin gestellt und haben gesagt, Arigato gozaimashita und was dann so viel heißt wie danke, liebes Gerät, dass ich an dir habe trainieren dürfen, dass du mich nicht abgeworfen hast. Da habe ich auch gedacht, wie sie jetzt auch, sie haben angefangen zu schmunzeln und zu lächeln. Mir ging es genauso und habe mir überlegt, warum macht die Japaner das eigentlich? Und ich habe dann zumindest für mich versucht, das Ganze zu analysieren und kam dann auf die Idee, dass die Japaner, indem sie sich vor dem Gerät verbeugen, mit dem Gerät gewissermaßen umgegangen sind, versucht haben, sich hier einen Freund zu schaffen. Und wir haben dafür früher versucht, immer durchzuturnen, das Gerät zu besiegen. Und wenn Sie dann bei großen internationalen Meisterschaften sind, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, und Sie kommen dann aufs Podium hoch, und da gönnt Ihnen ja ohnehin kaum jemand etwas, und dann steht da auch noch ein Feind, nochmal einer, der Ihnen nichts gönnt, oder Sie kommen hoch und da steht ein Freund, mit dem gemeinsam Sie etwas jetzt erreichen wollen. Und das hat mir in Japan gut gefallen. Und obendrein, warum habe ich dann nach Russland, beziehungsweise damals habe ich mich in die Sowjetunion begeben? Ich mag Sprachen. Ich habe gerne Englisch gelernt. Ich habe ein bisschen Japanisch gelernt. Und ich kam dann zum ersten Mal nach Russland und habe da versucht auch mit den Russen Kontakt aufzunehmen, aber damals war das sehr schwierig. Die Russen sprachen meistens kein Englisch und ich eben kein Russisch und habe dann nach meinem Examen im Sport, das war am Gründonnerstag erledigt, am Osterdienstag weitermachen wollen mit Englisch. Da aber ich in den Semesterferien mein Examen gemacht habe, habe ich mich nicht um die Proseminare und die Vorlesungen kümmern können. Und so waren da nur noch 6 Stunden für mich übrig im Englischen. Das hat mir nicht gereicht. Ich fühlte mich unterbelastet und habe dann geguckt, was es sonst noch gibt. Da stand da Intensivkurs Russisch, 17 Stunden. Da habe ich gedacht, oh, das wolltest du doch immer schon mal Russisch lernen. Und dann habe ich mich da reingesetzt und es hat mir Spaß gemacht. Ich bin dabei geblieben. Ja, und so kann ich mich also heute noch ordentlich mit den Russen unterhalten. Und wenn ich schon mal in Moskau oder in einer russischen Stadt bin, dann kann ich auch die Speisekarte lesen und das ist ganz wichtig. Also die psychologische Seite. Unter anderem das, was ich in Japan gelernt habe, war durchaus ein Werkzeug, mit dem ich gerne gearbeitet habe. Es gab noch eine zweite Sache, die mich an Japan begeistert hat, die in den gleichen Werkzeugkasten eigentlich gehört. Nämlich, ich kam rüber nach Japan, ich war damals 19, und da war alles anders. Also die Japaner waren kleiner als ich, die hatten Schlitzaugen, die fuhren auf der falschen Straßenseite, die schliefen auf dem Boden, die aßen mit Stäbchen. Und was mich am meisten irritiert hat, die pflegten die sogenannte Altershierarchie. Altershierarchie heißt,
Da ist einer ein Jahr älter als Sie und kann Ihnen sagen, was Sie zu tun und zu lassen haben. In Deutschland, wenn mir da einer von meinen Studienkollegen gesagt hat, hol mal Zigaretten oder hol Cola oder was zu trinken, dann hätte ich ihm gesagt, du hast was an der Waffel, mach das selbst. In Japan habe ich mir gedacht, du machst alles wie die Japaner auch. Denn die sind die Besten und Learning by Doing, habe ich mir gedacht, geht das an. Und dann habe ich eben das auch gemacht und habe den Japanern, die ein Jahr älter waren, das Cola geholt. Und ich fand es deswegen so gut, weil man dann, wenn man nicht der Hammer ist, sondern der Amboss, erfährt, wie es ist, wenn man mal nicht erfolgreich war, wenn man mal nicht der Erste war, wenn man mal nicht vorne stand. Und dann hat man mehr Verständnis für denjenigen, der dann einem gegenüber unterlegen ist und tritt nicht noch nach. Das, wie gesagt, auch so ein Werkzeug, das man hat nutzen können. Aber die Psychologie ist mit Sicherheit etwas, was ich aus Japan mitgenommen habe, weil bevor ich abgereist bin, habe ich eines verspürt, wenn ich am Pauschenpferd in den Wettkampf gegangen bin, dann habe ich immer irgendwo so innerlich und für mich zumindest spürbar gezittert. Als ich wiederkam aus Japan, war das weg. Und so gesehen glaube ich fest daran, dass das psychologische Moment etwas ist, was man im Sport, im Spitzensport insbesondere, durchaus berücksichtigen sollte. Es war ja dann bei uns so, da kannte man diese psychische Begleitung noch nicht so oder psychologische Begleitung noch nicht so. Wir hatten mal von unserem Arzt so etwas wie eine Einführung in Vorbereitung mentaler Na Natur bekommen. Und da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, dass man tatsächlich auf einen Menschen einwirken kann, indem man ihn eben begleitet, hypnotisch sogar begleitet. Und das war das Interessante für mich war, er hat uns dann tatsächlich in so etwas wie Trance geführt, hat aber dann versäumt, uns wieder zurückzuholen. Und hat gesagt, fertig, könnt aufstehen. Und da wollte ich aufstehen und es ging gar nicht im ersten Moment. Ich habe dann erst mal eine Weile gebraucht, mich zu sammeln und danach ging es wieder. Aber das hat mir gezeigt, dass man eben mit der Psyche offensichtlich mehr erreichen kann, als man sich das so landläufig vorstellt. Und deswegen habe ich das dann auch später versucht zu übernehmen, beispielsweise so Einschlaftechniken, Wölkchenzählen und dergleichen. Bin dann auch vor dem Wettkampf in der Regel immer 4, 5, 6 Stunden vorher weggegangen von den anderen, habe mich in die Natur begeben, an den Fluss gesetzt, in den Wald begeben, um da dann nochmal meine Übungen durchzugehen. Natürlich immer positiv. Wenn ich irgendwo mal mir erlaubt habe, einen Fehler zu machen, habe ich sofort abgebrochen, habe wieder von Null angefangen, wieder von Neuem angefangen, dann ohne Fehler, weil ich mir das nicht zugestanden habe, Fehler zu machen. Ich war auch immer einer, der sehr akribisch vorgegangen ist, sehr pedantisch war. Also wenn ich mit einer Übung, mit einem Element nicht zufrieden war, habe ich dann gerne das nochmal gemacht. So habe ich das in der psychologischen Vorbereitung auch gestaltet und bin dann nochmal ins Bett gegangen, habe mich nochmal vorbereitet, vor mich hingedöst und dann ging es in den Wettkampf. Ich ging 1976 in die USA, wollte da ein Jahr lang bleiben, es hat mir aber nicht so gefallen. Da habe ich gedacht, nach einem halben Jahr gehst du auf die andere Seite, geh nach Russland. Da ist es vielleicht besser. Also sportlich gesehen hat es mir nicht so gefallen, sonst eigentlich schon. Und das Problem in Amerika war, ich habe da auch Englisch und Französisch und Russisch studiert. Und
Habe aber nicht so trainiert, wie ich es eigentlich hätte sollen. Also ich habe mehr Partying statt Training gemacht, was dann schließlich dazu geführt hat, dass ich bei den Europameisterschaften in Vilnius 1977 nicht die Leistung erbracht habe, die ich eigentlich hätte erbringen wollen, sowohl für mich als auch für die Fans, als auch für die Öffentlichkeit. Und am REC, wo ich eigentlich, vorher war ich ja schon Weltmeister, ich war Olympia-Bronzemedaillengewinner, wo ich eigentlich die Goldmedaille hätte gewinnen sollen, kam ich noch nicht mal ins Finale. Und dann stand in der Zeitung über mich zu lesen, jetzt ist der Ginger alt und over the hill hat sich erledigt, mit dem brauchen wir nicht mehr zu rechnen. Worauf ich dann natürlich mich hingestellt habe und gesagt, das wird wieder anders, ich werde jetzt hart trainieren und ich werde wieder da ankommen, wo ich mal war und die Konkurrenz verfolgen. Woraufhin ein Journalist dann geschrieben hat, es ist zwar schön und gut, wenn er das vorhat, die Konkurrenz zu verfolgen, aber um das zu tun, bräuchte er wohl ein Fernglas. Das hat gesessen. Und das Problem war, ich fühlte mich eigentlich nicht alt und over the hill, sondern ich fühlte mich eigentlich eher motiviert dadurch und habe mir vorgenommen, das machst du auf jeden Fall nicht so, wie der das da beschrieben hat. Dem zeigst du es. Und ich kam dann aus Vilnius zurück und wollte, weil da die jungen Russen und die jungen Bulgaren mit neuen Flugelementen geglänzt haben, auch so ein Flugelement trainieren. Und als erstes fiel mir der Delchev-Salto ein. Der Delchev-Salto ist, jetzt muss ich ein bisschen fachlich werden, aus der Riesenfelge rückwärts. Das ist also, wenn man so rumdreht, dann eine sogenannte offene Drehung und aus dieser offenen Drehung heraus einen Salto vorwärts, Grätschen der Beine und wieder fangen. Ich habe das aber falsch analysiert. Ich habe gedacht, der macht einen Salto rückwärts mit halber Drehung, Grätschen der Beine und wieder fangen. Und so habe ich das dann auch trainiert und eins nach dem anderen Mal ging schief, weil ich durch das Grätschen der Beine die Längenachsendrehung zurück zur Stange unterbrochen habe. Daraufhin habe ich irgendwann mal die Beine zusammengelassen und plötzlich ging's. Ich habe dann die halbe Drehung geschafft und im 46. Versuch habe ich dann zugegriffen. Aber dadurch, dass das jetzt nicht der Delchev-Salto war, sondern ein neues Element war, hat es dann später auch meinen Namen bekommen, weil ich der Erste war, der das Element auf internationalem Niveau oder auf internationaler Bühne zum ersten Mal geturnt hat. Ja, und was ich dadurch auch wieder gelernt habe, ist, man muss nicht immer unbedingt alles können. Man kann auch mal mit weniger, wenn man was nicht schafft, etwas Neues hinkriegen. Und in meinem Falle war es eben der Grund, dass ich das falsch analysiert habe und dadurch eben was Neues entstanden ist, was meiner Figur, meiner Kraft, meiner Körpersituation am besten oder am meisten nahe kam. Es ist eigentlich ein Zufall gewesen, ja. Wahnsinn. Und was dann auch noch dazu kam, ich war 1977 dann diesen ersten Monat in Moskau, dann musste ich, weil ich 2 Monate in der Sowjetunion bleiben wollte, was eigentlich nicht möglich war am Stück, sondern musste dann ausreisen und konnte dann wieder einen Monat einreisen. Und dann haben wir das so gelegt, einen Monat in Moskau trainiert, dann eine Woche zur Universiade, die damals in Sofia stattfand, und dann wieder zurück in die Sowjetunion. Und dort bei der Universiade wollte ich natürlich auch, ich war ja da 4 Jahre vorher schon mal erfolgreich gewesen mit einer Goldmedaille bei der Universiade am Barren. Jetzt wollte ich am REC nachziehen, aber es hat wieder nicht geklappt. Ich wurde runtergewertet. Ich hatte eine Chance wie ein Schneeball im Hochofen von der Vorwertung her schon. Und es saßen da wenig freundliche Kampfrichter am REC. Und so konnte ich mir ausrechnen, da habe ich keine Chance. Ergo habe ich gedacht, wenn du schon keine Chance hast, dann probierst wenigstens dein neues Element aus. Und das habe ich dann da auch gemacht. Es hat geklappt. Ich habe zugegriffen. Ich habe zwar nur Platz 4 belegt, aber der Ginger-Salto hat dann meinen Namen bekommen. Schön. Ja, also
Der größte Erfolg für mich war bei den Weltmeisterschaften 1978 in Straßburg im Mehrkampf Platz 4, wo ich mich mit dem späteren Olympiasieger Alexander Ditjatjin um die Bronzemedaille bemüht habe und gekämpft habe, aber er hatte dann zum Schluss mit eineinhalb Zehnteln die Nase vorn. Und deswegen blieb für mich die Platzierung 4 nur übrig. Aber dennoch, der Kampf dahin und die Platz 4 bei Weltmeisterschaften im Mehrkampf ist ja auch nicht so ganz schlecht, aber zählt halt nicht so richtig für die Öffentlichkeit. Für die Öffentlichkeit mehr war die Weltmeisterschaft, die ich dann auch noch überraschenderweise gewonnen habe, sehr wichtig. Im Übrigen, vielleicht sollte man das auch noch erwähnen, habe ich die Weltmeisterschaften auch deshalb gewonnen, weil ich ein Risiko eingegangen bin, das man normalerweise auch nicht eingeht. Ich will es mal so erklären. Ich habe mal im Januar die Endogrätsche im Elgriff trainiert. Also Endogrätsche ist, wenn man im Handstand eine Riesenfelge vorwärts macht, im Handstand die Beine grätscht und dann sich unten so richtig zusammenfaltet, dann sind die Beine so hinter den Ohren und die Arme vorne unten oben beziehungsweise irgendwo an der Stange, je nachdem in welcher Position man sich befindet. Aber dann, wenn man wieder in den Handstand hochkommt, drückt man gegen die Stange, man kommt raus, die Beine sind gegrätscht und oben werden sie zusammengeführt und dann geht es weiter. Und das habe ich im Januar, Februar desselben Jahres mal im L-Griff trainiert. Das sind die Hände dann so richtig, so ganz verdreht. Und das hat mir dann aber im Handgelenk wehgetan. Da habe ich gedacht, lass sein, das soll sich ein anderer mit beschäftigen. Also ich will mich da deswegen nicht gesundheitlich ruinieren. Nun war ich aber bei den Weltmeisterschaften, die im Oktober stattfanden, im Finale mit der drittbesten Wertung. Und habe gedacht, naja, einerseits kannst du nicht schlechter werden als Sechster, aber andererseits kannst du auch Erster werden. Und damals gab es eine Regelung, dass man Risiko, Originalität und Virtuosität in seiner Übung haben muss. Risiko heißt, möglichst viele schwierige Elemente aneinanderreihen. Virtuosität heißt, die Elemente so zu turnen, dass es im Publikum und bei den Kampfrichtern A oder O macht. Und Virtuosität heißt, ein neues Element zu turnen. Ein neues Element, das noch nie vorher einer gemacht hat. Und für jede dieser Gruppen konnte man 2 Zehntel Punkte gut geschrieben bekommen. Und 2 Zehntel im Turnen, das ist wie 3:0 im Fußball, 5 Minuten vor Schluss. Und durch dieses Element Endogrätsche im L-Griff habe ich ein neues Element gehabt, dass ich dann kurzfristig, obwohl ich es 8, 9 Monate nicht mehr trainiert hatte, in meine Übung eingebaut habe. Es hat funktioniert und ich wurde unter anderem auch deswegen Weltmeister. Aber vielleicht sollte ich der Gerechtigkeit halber auch sagen, Mitsuo Tsukahara, der 1 Zehntel vor mir lag, also auch eigentlich nicht einholbar, hat mir die Freude bereitet und ist bei der Pirouette abgesprungen und dadurch war der Weg natürlich dann auch für mich frei. Okay. Enttäuschungen, Niederlagen, auch persönlicher Art. Ja, also Enttäuschung, gerade diese Europameisterschaft, von der ich vorher mal gesprochen hatte in Vilnius, wo ich im Mehrkampf nichts erreicht habe, wo ich am Reck keine Medaille gewonnen habe. Zwar am Barren eine Silbermedaille, aber dafür hat sich keiner interessiert. Aber aus dieser Enttäuschung heraus ist zumindest für mich wieder ein gewisses Maß an Motivation entstanden, weil ich gesagt habe, ich will noch weitermachen und wenn du diesen Leistungsstand beibehältst, dann wird es nichts. Also ab nach Russland, fang an da zu trainieren oder nach Moskau, fang an da zu trainieren und ich habe da aus dieser Niederlage wieder Kraft geschöpft, um dann für die nächsten Jahre wieder fit zu sein. Ich habe dann neue Techniken erlernt. Ich war in Moskau und Leningrad damals 2 Monate auf mich weitestgehend selbst gestellt, konnte Basistraining
nochmal neu anfangen, neue Techniken erarbeiten, was ja nicht so ganz einfach ist, wenn man mal eine Technik über viele Jahre gelernt hat. Das dann umzustellen auf eine neue Technik ist gar nicht so leicht, aber da haben ja dann auch die russischen Trainer dabei geholfen. Und tatsächlich war ich dann nach 2 Monaten wieder auf einem Niveau, wo man sagen kann, darauf kannst du aufbauen, was ich dann auch getan habe. Und das Schöne an diesem Aufenthalt und dieser Umstellung war, 3 Monate nach diesem Trainingsaufenthalt in der Sowjetunion fand ein Weltcup-Turnier in Brasilien statt. Und da wurde ich mit dem Gingersalto Weltcupsieger. Und der Journalist, der da von dem Fernglas geschrieben hat, war auch da. Das war für mich ein innerer Parteitag, dem dann gegenübertreten zu können und zu sagen, ja, wie war das mit dem Fernglas? Das hat Spaß gemacht. Und solche Dinge der Motivation waren natürlich auch für mich wichtig. Und damit sind wir auch schon bei dem, was mir auch am meisten Freude gemacht hat, nämlich erfolgreich sein bei großen Wettkämpfen, auf die man sich lange Zeit hin vorbereitet und vielleicht auch aus einer Niederlage heraus vorbereitet. Und eine ähnliche Niederlage ist mir dann auch noch widerfahren. Ich war ab 1979 aktiven Beirat, damals unter Thomas Bach. Das ist heute die Athletenvertretung. Und damals ging es ja für uns um die Olympiateilnahme in Moskau. Und da habe ich auch schon meine ersten politischen Erfahrungen gemacht. Wir waren eingeladen, wir als Aktive oder der aktiven Beirat, aber vor allem die Präsidenten der nationalen olympischen Verbände zu Helmut Schmidt nach Bonn, unserem Bundeskanzler damals. Und er hat uns dann versucht zu erklären, warum wir Olympia boykottieren sollen. Also wir sind Freunde mit den Amerikanern, die Amerikaner wollen boykottieren. Damals sind ja die Sowjets in Afghanistan eingefallen und daraufhin hat Jimmy Carter Boykott beschlossen und seine Allies versucht mitzunehmen. Und das hat uns Helmut Schmidt damals sehr plastisch erklärt, warum wir hier dabei sein sollen. Aber dann sagt er plötzlich, aber wenn ihr nach Moskau fahren wollt, also bitte von mir aus fahrt nach Moskau. Und ich war total perplex, wie kommt er jetzt da drauf? Und er sagt, aber wenn er fahrt, dann zahlt bitte alles selber. Und jeder, der sich im Sport auskennt, mal ebenso 4 Millionen, damals D-Mark, heute Euro für eine Expedition zu Olympischen Spielen aufzubringen, ist dem Sport nicht so ohne weiteres möglich. Ja, und dann wurde am 15. Mai der Olympia-Boykott beschlossen. Aber ich bin ja Optimist. Ich habe das dann mitgetragen, habe zwar es nicht so ganz verstehen können, aber wie dem auch sei, ich habe es mitgetragen, habe mir zunächst mal vorgenommen, erstens mal machst du noch mal weiter ein Jahr, weil du mit nichts nicht aufhörst. Und zum Zweiten haben meine Frau und ich dann ein Haus gekauft in Tübingen und ich habe da meine olympische Energie in den Hausumbau gesteckt und das Haus hat uns damals als Familie sehr viel gebracht, sehr viel geholfen. Die Kinder konnten auf dem Land, wo wir das so vorhatten, aufwachsen. Und es war eine gute Entscheidung. Und habe dann aber auch nochmal, wie gesagt, das Jahr weitergemacht, bin dann nochmal Vize-Weltmeister geworden. In Moskau, an der gleichen Stelle, wo ein Jahr vorher die Olympischen Spiele stattfanden, habe ich noch meine Silbermedaille geholt. Aber es hieß halt Weltmeisterschaft und nicht Olympia. Und das trifft dann jeden Sportler dann doch noch ganz schön hart. Also ich springe heute noch. Ich habe vor 33 Jahren, 1987, angefangen. Ich habe es als
Weiterentwicklung des Turnens eingestuft. Nee, andersrum ausgedrückt, ich sammle Sportarten. Und da hat Fallschirmspringen noch gefehlt. Ich habe schon getaucht und Surfen und was man so alles eben außerhalb der normalen Sportarten, die man so im Kinder- und Jugendalter betreibt, Leichtathletik, Schwimmen und so weiter, dann etwas ausgefallener waren. Und da fehlte mir das Fallschirmspringen noch. Und das hat mir beim ersten Mal, ich habe dann auch so einen Tandemsprung gemacht, so viel Freude bereitet, dass ich am selben Tag damals eine Ausbildung gemacht habe und am Abend selber alleine gesprungen bin. Und dieses Gefühl, das ich dann auch in der Folge erlebt habe, als ich dann auch Freifahrer war und mit anderen zusammen Formationen bilden konnte, frei zu sein wie ein Vogel, zu fliegen, fliegen zu können mit menschlichen Mitteln, mit 180, 200 Stundenkilometern, aber du kannst vorwärts fliegen, du kannst seitwärts fliegen, kannst rückwärts fliegen, kannst Salti drehen, kannst Schrauben machen, kannst mit anderen zusammen Formationen bilden. Das hat mir so viel Freude gemacht, dass mir das heute noch fehlen würde, wenn ich es nicht machen könnte. Deswegen mache ich das auch heute noch, aber mittlerweile mache ich auch gerne Tandemsprünge, das heißt also mit Gästen auf dem Bauch. Und das mache ich auch deswegen gerne, weil ich auch mit Menschen in Kontakt treten will. Und da merkt man, was es für unterschiedliche Typen gibt. Also es sind Leute, die waren auf mir draufgehangen und nach der Öffnung oder nach der Landung waren die also kaum zu bändigen, waren sowas von begeistert. Und andere wieder, mit denen bist du gelandet, dann hat man sie abgeschnallt, die haben abgewunken und sind weggegangen, du hast sie nie wieder gesehen. Also das, die Bandbreite ist groß und das macht mir Freude, mit Menschen zusammenarbeiten zu können, auch auf dem Gebiet. Ja, und ich hoffe, ich kann das noch lange machen. Deswegen mache ich nicht nur Fallschirmspringen, sondern ich trainiere auch noch. Also ein Doppelsalto von der Reckstange ist heute nach wie vor kein Problem. Aber es tut mir auch deswegen gut, weil ich erstens mal weiß beim Doppelsalto, aha, du hast es noch drauf, du weißt in jedem Moment, wo du zweimal um die Breitenachse drehst, wo du bist. Und zum Zweiten mache ich dann natürlich auch Krafttraining. Und wenn ich dann mit so 80, 90, 100 Kilo Leuten springen soll, ist es besser, man hat ein bisschen Bums in den Armen und kann dann die Situation unter Umständen dann auch besser beherrschen, als wenn man eben sich so gehen lässt. Und deswegen trainiere ich auch nach wie vor, mache Krafttraining, gehe an meine Reckstange und an andere Geräte und ja, finde diese beiden Sportarten einfach sensationell. Sollte jeder machen. Kann man so sagen, ja. Ja, also, weil Sie sagen, Neuland, das ist nicht nur, was Computer anbetrifft, für Frau Merkel so, sondern auch für mich war das eine Riesenumstellung. Nur damit Sie sich eine Vorstellung davon machen können, wie das so war. Also ich habe meine Vorstellungsrede vor den Mitgliedern der Ortsverbände fertig gehabt. Also die Mitglieder, die mich dann zum Kandidaten für die Bundestagswahl hätten nominieren sollen, die war also abgeschlossen. Und dann kam einer auf mich zu von diesen Ortsvorsitzenden und hat gesagt, ja, war gut, aber ein bisschen Politik hätte drin sein können. Also ich habe nicht ein politisches Thema angefasst, wie auch. Ich habe mich damit eigentlich viel zu wenig beschäftigt, natürlich Zeitung gelesen, aus dem Fernsehen, aus dem Rundfunk, politische Themen mitbekommen. Aber ich habe nie was darin gearbeitet und mich damit beschäftigt, nur am Rande. Und stand dann plötzlich in einer Situation, wo es hieß, jetzt Bundestagsabgeordneter, normalerweise fängt man ja auch nicht unbedingt gleich da im Bundestag an, sondern eher vielleicht im Ortsverband und schafft sich dann langsam voran. Aber bei mir war es dann etwas anders. Ich sollte den damals 1998 gewählten SPD-Bundestagsabgeordneten und Kanzleramtsminister Hans-Martin Buri aus dem Sattel heben. Und habe dann von den CDU-Granten gehört, sie würden mir alle Unterstützung geben, die ich brauche. Man wird sich bemühen,
dass ich der einzige Kandidat bleibe. Man wird sich bemühen, mir alle notwendigen Unterlagen, die man dazu braucht, zur Verfügung zu stellen. Aber ich komme nicht auf die Liste. Also ich muss entweder direkt das Mandat gewinnen oder ich habe dann eine Erfahrung mehr. Und dann habe ich gedacht, naja, nach 3 Monaten Überlegungszeit, probiere es. Ich habe keine Angst vor Herausforderungen und bin das ja auch gewöhnt, mit schwierigen Situationen auch umzugehen. Und habe dann nach 3 Monaten zugestimmt, das Ganze zu machen und hatte dann 9 Monate Zeit, so von Januar bis zum 22. September 2002, diese Bundestagswahl dann auch mit allem Drum und Dran anzugehen, Besuche zu machen, Podiumsdiskussionen zu führen, mit dem Inner Circle zusammen zu sein und zu diskutieren. Ja, und ich habe dann zwischen Januar und September ungefähr 300 Veranstaltungen gemacht. Und da kam mir natürlich das, was ich im Sport gelernt habe, zugute. Und habe dann auch mal analysiert, was hat dir denn der Sport alles gebracht, was du jetzt in der Politik hast anwenden können. Also was man gelernt hat im Sport war, erfolgreich sein zu wollen und diesen Erfolg dann mit Disziplin zu unterlegen und das dann in Angriff zu nehmen. Und unter Disziplin verstehe ich jetzt nicht, dass man die Scheuklappen einfährt und links und rechts nichts mehr sieht, sondern ich sage dann immer, unter Disziplin verstehe ich, man kann mal einen über den Durst trinken, man kann auch mal eine Nacht durchfeiern. Aber wenn am nächsten Morgen um 8 Termin ist, dann ist am nächsten Morgen um 8 Termin und nicht Bett angesagt. Und jeder, der mal versucht hat, nach durchzechter Nacht am nächsten Morgen um 8 Leistung zu erbringen, der wird es wahrscheinlich unter Erfahrung abtun. Und so habe ich das mit der Disziplin dann auch verstanden. Also Termine müssen eingehalten werden. Und möglichst musste dann natürlich auch noch gut sein. Dann lernt man im Sport ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein. Und wenn man sowas wie Selbstbewusstsein in der Politik oder im Sport nicht hat, dann kann man es auch gleich bleiben lassen. Man lernt, sich auf einen bestimmten Termin einzustellen, dann fit zu sein, wenn es drauf ankommt. Nicht 2 Stunden vorher und nicht 2 Tage nachher. Man lernt dann auch, auf diesen Termin hinzuarbeiten, dass man eben da dann auch fit ist. Man lernt, mit Sieg und Niederlage umzugehen, aus Talsohlen wieder herauszufinden oder, was ich noch für viel schwieriger halte, nach Siegen nicht abzuheben. Und zu denken, ah, jetzt bist du es und jetzt hast du alles erreicht und man schwebt immer höher, findet den Kontakt zum Boden nicht mehr und irgendwann mal kriegt man eine verpasst und dann liegt man mit der Nase im Dreck und ist unglücklich und weiß gar nicht, was mit einem passiert ist. Ja. Und solche Dinge lernt man alles im Sport und das habe ich dann auch angewandt in den 9 Monaten oder auch zuhören zu können. Ganz wichtiges Thema. Jemanden, der mehr von der Materie versteht als man selber, wie wir früher dem Trainer zugehört haben, so muss ich dann unter Umständen jetzt auch dem zuhören, der mehr Erfahrung in der Politik hat. Das spielt dann auch gar keine Rolle, ob der 10 Jahre älter ist als ich oder ob der 20 Jahre jünger ist als ich. Er hat mehr Erfahrung, hör zu und schließe daraus, was für dich wichtig ist. Also, das denke ich, war für mich wichtig. Der Sport hat da geholfen, auch mitzu machen, dass ich dann 2002 im September, am 22. September mit 2% Vorsprung vor Hans-Martin Buri eingekommen bin. Er war dann auch im Bundestag, aber er kam über die Liste. Ich habe das Mandat direkt gewonnen und so ist es heute noch. Jetzt sind 5 Legislaturperioden mittlerweile bald vergangen. Im nächsten Jahr, also 2021, im September werde ich dann nicht mehr antreten, dann sollen es 19 Jahre gewesen sein, dass ich im Bundestag bin. Habe viele schöne, manchmal auch weniger schöne Erfahrungen machen dürfen. Aber im Großen und Ganzen war das toll, weil es wieder ein ganz neues Gebiet war, ein ganz neuer Bereich war.
Und wenn man es richtig macht, dann kann man auch für sich selber in der Politik unglaublich viel lernen, weil man eigentlich ein Generalist sein muss. Man muss ja mit allen Themen sich auseinandersetzen, sei es nun Gesundheitspolitik, Verkehrspolitik, Kulturpolitik, Sportpolitik, alles, was man sich so, Verteidigungspolitik, alles, was man sich so vorstellen kann. Und so gesehen bereue ich keinen Tag, den ich in der Politik und im Bundestag verbracht habe. Also ich gehöre zu denjenigen, die es zwar nicht geschafft haben, Sie sagten gerade richtigerweise, Bildung ist Ländersache, aber ich gehöre zu denjenigen, die die tägliche Sportstunde bevorzugen würden. Und zwar aus vielen Studien ist zu entnehmen, dass Jugendliche, die sich bewegen, die Sport treiben, die auch unabhängig von der Sporthalle oder vom Sportplatz sich in der freien Natur bewegen und unterwegs sind, bessere schulische Leistungen erbringen als solche, die sich nicht bewegen. Mein Credo ist dieser wunderbare lateinische Satz: Orandum est occit mens sana in corpore sano. Es ist zu wünschen, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist, und jetzt kommt's, sei und nicht ist, wie das viele Lateiner einschließlich mir falsch übersetzt haben, sondern ein Streben nach Vollkommenheit impliziert dieser Satz, Körper, Seele und Geist ins Gleichgewicht zu bringen. Und Sie fragten danach, was ich tun kann. Das eine ist, immer wieder darauf hinweisen. Das zweite ist, das Ganze auch vorleben, indem ich sage, so alt kann ich gar nicht werden, dass ich mich auf die faule Haut legen will. So verletzt kann ich gar nicht sein, dass ich nicht doch noch mit irgendeinem Teil meines Körpers eine oder Bewegungen durchführen kann. Und deswegen gilt es für mich, so lange wie möglich diese beiden Bereiche Körper und Geist miteinander zu verbinden. Es ist nicht immer leicht, sowohl das eine wie das andere. Manchmal hat man eben keine Lust, noch etwas zu lesen oder sich mit einer Materie auseinanderzusetzen. Manchmal hat man einfach keine Lust, sich umzuziehen und in den Wald zu gehen oder nach draußen oder in die Halle, sich mit anderen zu treffen und Sport zu treiben. Aber im Großen und Ganzen muss dieser Drang nach wie vor vorhanden sein oder immer vorhanden sein, daran glaube ich fest. Und dann kann man auch ein qualitativ hochwertiges Leben sehr lange führen. Und da meine ich, ist das Vorleben eine gute Gelegenheit. Und ich spreche dann häufig auch mit älteren Herrschaften, so in meinem Alter und darüber hinaus, wie sie es denn halten, so mit Bewegung. Auch heißt es, in meinem Alter lohnt sich das doch nimmer. Und da habe ich diesen Satz von Wildor Hollmann noch immer in vitaler Erinnerung, der in seinen Studien dann festgestellt hat, dass jeder Muskel des Körpers trainierbar ist. Egal in welchem Alter. Mit 80, mit 90 kann man noch die Muskulatur trainieren, hat er uns damals so mitgeteilt und in seinen Studien unterlegt. Und nun ist klar, also wenn ich mal 80 bin oder 90, dann mache ich den Doppelsalto mit Schraube vom Reck nicht mehr. Aber vielleicht altersadäquate Bewegungen, die ich dann noch machen kann, die kann man auch als älterer Mensch noch machen. Und dann kommen wir nochmal zurück zur Jugend bzw. zur Kinderzeit. Ich glaube, nicht nur die tägliche Sportstunde ist wichtig, sondern man sollte so früh wie möglich anfangen, Bewegung und Sport für sich auch zu akzeptieren, zu verinnerlichen. Dabei kann man meines Erachtens schon im Kindergarten anfangen. Braucht nicht nur Mutter mit Kind oder Vater mit Kind Turnen zu machen im Turnverein, sondern auch im Kindergarten. Viel Bewegung, dass die Kinder Bewegung und Sport als etwas Natürliches
empfinden. Nicht, wo man schwitzt und schwitzen ist igittigitt, sondern das ist etwas Natürliches, das nimmt man dann mit ins Jugendalter, ins Erwachsenenalter und bis hin zum Seniorenalter. Und wir haben ja da im Turnen so einen wunderbaren Spruch, der heißt: Von der Wiege bis zur Urne, turne, turne, turne. Wie wird es denn Ja. sonst denn weitergehen? Also ich glaube, da bräuchten wir mindestens noch mal die gleiche Zeit, um das Ganze zu diskutieren oder zumindest erschöpfend zu diskutieren. Es gibt ja da durchaus die negativen Seiten des Sports, die aber in erster Linie, glaube ich, auch mit dem zunehmenden Kommerz zusammenhängen. Und hier gibt es für mich eigentlich nur eine Lösung mittlerweile, dass wenn im Sport den Regeln zuwidergehandelt wird, dass man dann auch Konsequenzen zu tragen haben muss. Und gerade was das Doping anbetrifft, ist jetzt nicht mehr der Sport alleine, der entscheidet. Der Sport kann zwar sehr viel schneller operieren als der Staat. Also der Sport kann sagen, du bist des Dopings überführt, ab morgen bist du gesperrt. Für 2 Jahre, für 4 Jahre, was auch immer. Wenn es dann um staatliche Sanktionen geht, muss man natürlich auch die Rechtsstaatlichkeit beachten und die Unschuldsvermutung gelten lassen. Und das ist nun gerade beim Doping so die Schwierigkeit. Auf der einen Seite kann man so jemanden sofort sperren, aber auf der anderen Seite gilt dann die Rechtsstaatlichkeit, wo dann Zeugen vernommen werden müssen, wo es zu Gerichtsverhandlungen kommt. Das dauert erstmal schon eine gewisse Zeit und das war auch damals so ein bisschen meine Schwierigkeit, die ich dabei hatte, dem Ganzen zuzustimmen, weil ich habe mir überlegt, wenn ein Athlet des Dopings überführt wurde, aber dann in der folgenden Gerichtsverhandlung freigesprochen wurde aus Mangel an Beweisen oder Fehler im System oder Fehler bei der Analyse im Labor, dass er dann unter Umständen hergehen kann und die Sportverbände verklagen, weil sie ihn gesperrt haben und er doch unschuldig ist. Also es sind zweischneidige Schwerter, aber man hat da, glaube ich, mittlerweile eine salomonische Lösung gefunden, beides nebeneinander her gelten zu lassen. Und bisher hat es auch noch keinen dieser Fälle gegeben. Also worauf ich raus will, ist, dass man auch staatliche Quellen nutzen muss oder staatliche Regelungen nutzen muss, um in den Bereichen, wo der Sport zur Arbeit, zum Kommerz mutiert ist, hier dann auch die entsprechenden notwendigen Regeln zu schaffen. Also dann auch nicht nur mit Verboten, sondern mit Strafen zu operieren, die durchaus dann sowohl finanzieller Natur sein können, als auch mit Gefängnis dann auch versehen werden können. Dann gibt es ja noch die nächste Problem, Sexual Harassment, also sexuelle Belästigung ist ja nun etwas, was nicht nur in der katholischen oder überhaupt in der Kirche stattgefunden hat, sondern auch durchaus im Sport eine Ebene hat, die es zu bearbeiten gibt, dort auch nach Regelungen und nach Lösungen zu suchen, die auf der einen Seite die Ehrenamtlichkeit nicht zu stark einschränkt, aber auf der anderen Seite auch die Kinder, unser höchstes Gut, dann auch entsprechend schützt. Das wird die Aufgabe und die Arbeit für die nächsten Wochen, Monate, Jahre noch sein. Dann die ganze Thematik Korruption, Spiel oder Sport, Wettkampfbeeinflussung, Wetten. Und lauter solche Dinge,
Das sind die weniger erfreulichen Seiten, aber auch hier gibt es schon Lösungen, Sportradar, die dann Spiele analysieren können, wo werden dann plötzlich viele Einsätze getätigt, auf welches Spiel, und dann wird so etwas dann untersucht. Also gibt es schon Möglichkeiten. Das sind weniger erfreuliche Zustände, aber ich glaube, für jeden negativen Bereich wird es auch eine Möglichkeit der Nachverfolgung, unter Umständen auch der Strafverfolgung geben. Und damit muss der Sport sich eben im Laufe der nächsten Jahre auch auseinandersetzen. Wie Sie sich heute noch fit halten, haben Sie ja vorher schon, glaube ich, schon ausführlich beantwortet. Zwei, Genau. dreimal, zwei, dreimal in der Woche, so schon sei. Ja. Also ich will Ihnen ein Beispiel erzählen noch. Meine letzte Weltmeisterschaft in Moskau hatte ich ja vorher schon mal angesprochen. Ich wusste, das wird dein letzter internationaler großer Wettkampf sein. Danach, 82, bist du tatsächlich zu alt, over the hill, machst du nur noch Nationalbundesliga. Also, ich habe mir, nachdem ich mit 7 Jahren angefangen habe zu rauchen und mit 7 Jahren wieder aufgehört zu rauchen, vorgestellt, wenn du mal aufhörst mit dem internationalen Sport, rauchst du eine Zigarre. Und da habe ich mir dann zwei Davidoff gekauft, weil man nicht weiß, nach 23 Jahren Abstinenz vom Rauchen, ob das gleich bei der ersten klappt. Und habe die dann mitgenommen nach Moskau zur WM. Und dann habe ich es wieder ins Finale geschafft und stand oben auf dem Podest, habe mir Magnesia in die Hände gerieben und habe mir gedacht, so ein Blödsinn denkt man sich da, mal sehen, ob dir heute Abend die Zigarre schmeckt oder nicht. Das sind so die letzten Gedanken gewesen, zumindest in dem Moment bei mir und bei meiner letzten Weltmeisterschaft. Dann bin ich diese 5 Meter zum Reck hinmarschiert. Hatte ich natürlich auch noch dieses Gedankengut im Hinterkopf und habe zugegriffen. Aber in dem Moment, wo ich zugegriffen habe, war dann alles andere weg, außer dem, was ich jetzt in den nächsten 50 Sekunden vorhatte zu tun, nämlich meine Übung so sauber durchzukriegen, wie ich es wollte. Und dann hole ich Schwung, schieße hoch in den Handstand, greife um. Und wenn ich nervös bin, dann mache ich das gerne ein bisschen flacher, weil dann ist die Sicherheit da, dass ich nicht oben drüber falle und dann schon Minuswertungen wieder in Kauf nehme. Und in dem Falle endete es genau im Handstand. Das war von Anfang an eine Motivation, wie man sich es nicht anders vorstellen kann. Und dann ging das ab. Ein Element, das geturnt wird, da muss man dann geistig dem Ganzen schon wieder etwas voraus sein, weil das geht alles so schnell, dass wenn Sie das eine Element fertig haben und dann erst ans nächste denken, dann ist schon zu spät unter Umständen. Also muss ich während des einen Elements, das ich da turne, schon an das nächste denken, um das dann auch entsprechend vorzubereiten. Also so lief das dann ab, und dann Salto rückwärts mit halber Drehung und du greifst zu und die Stange liegt vor dir und du greifst zu und dann, boah, da macht es im Publikum O und A und Oi, und da wachsen die Muskeln in dem Moment. Und da haben sie das Gefühl, sie könnten alles machen. Und dann drehen sie weiter und sie spüren die Stange und sie merken auch, das läuft. Und dann kommt der Abgang, sie stehen den und dann wissen sie auch, also wenn die jetzt keine 10 geben, dann weiß ich auch nicht. Und das war ja auch damals so. Da haben drei ausgerechnet, die drei, die sich mit mir um die Medaillen bemüht haben, die haben vor mir geturnt und eine 10 bekommen. Und ich wusste, ich muss eine 10 haben. Mit 9,95, ist auch keine schlechte Wertung, war ich schon nicht mehr auf dem Podest, ja, und keine Medaille. Also so gesehen, sie erleben eine solche Übung nicht nur wie im Training, sondern das ist etwas Besonderes. Da laufen noch viele andere Begleiterscheinungen mit.
Publikum, das Gerät, die eigenen Finger, die eigenen Hände, die eigenen Bewegungen, die man so spürt. Also es ist ein Gesamtkunstwerk. Es ist ja ein bisschen so eine Art Flow, gell? Ja. Also ja, ja, kann man sagen. Hat man so das Gefühl, dass man schon der selbst ist, der da, ja, der da turnt? Auf jeden Fall. Das hat man schon. Ja, ja. Aber es gibt es auch andersrum. Ich habe das mal erlebt, da haben wir einen Länderkampf gegen Frankreich geturnt und der erste ist runtergefallen. Der zweite ist zwar oben geblieben, hat aber schlecht geturnt. Der dritte ist runtergefallen, der vierte ist hängen geblieben. Und dann kommst du als Letzter und da läuft die Leistung auch nicht, wie sie soll. Da geht ja das Zäpfle und dann bringst du auch nur, ich habe zwar durchgeturnt, aber nicht gut, einfach nur, weil da alles verkrampft war und die Vorgänger haben das nicht gemacht. Oder umgekehrt, bei den Olympischen Spielen 1976 haben wir an den Ringen angefangen mit der Pflicht. Und da war ein Kreuzhang drin. Und einer von uns, der ist noch größer als ich gewesen, Reinhard Dietze hieß der, der hat nie den Kreuzhang geschafft zu Hause. Im Training nicht, im Wettkampf nicht. Und da, bei den Olympischen Spielen, da hing der plötzlich 2 Sekunden. Wir waren alle sprachlos. Mir hat einer den Unterkiefer hochklappen müssen, weil ich es selber nicht geschafft habe. Und dieser Moment, wo wir alle gesehen haben, boah, der hält einen Kreuzhang, hat bei uns umgekehrt so viel Motivation und Kraft freigesetzt, dass wir besser geturnt haben, als wir eigentlich konnten. Ja, einfach Training zu machen mit meinen Kumpels. Also wir treffen uns zum großen Teil, jetzt letzte Zeit wieder nicht wegen Corona, aber wenn das vorbei sein sollte, dann treffen wir uns in der Regel Dienstag und Freitag in Frankfurt in der Turnschule und trainieren da. Und ich will dann den Doppelsalto und die Riesenfelgen und was ich da so am Reck noch kann, so lange machen, wie es nur irgend geht. Und in diesem Frühjahr, im Januar, hatte ich mal eine Geschichte auch mit dem Südwestrundfunk in Stuttgart. Da kam ein junger Turner. Da wollte man so alt und jung nebeneinander stellen. Also ich quasi als ein Vorbild oder eines seiner Vorbilder und er als junger Kerl mit Talent und was sage ich da dazu, kann er es schaffen, kann er es nicht schaffen. Und dann haben wir da gemeinsam am Reck trainiert und dann hat er so ein Doppelsalto vom Reck gemacht mit Schraube und zwar gestreckt, das habe ich zwar nie gemacht, aber weil wir damals auch die Techniken noch nicht dafür hatten. Aber zumindest hat er mich so motiviert, dass ich da mal wieder nach 5 Jahren Pause ein Doppelsalto mit Schraube gemacht habe vom Reck. Zwar in die Grube, es war auch gut so, dass ich in die Grube gelandet bin, aber immerhin kitzelt einen sowas dann. Und man kann da plötzlich, wenn man sich dann richtig dran erinnert und entsprechend warm macht und vorbereitet, dann vielleicht doch noch ein bisschen an bereichsweise, teilweise an die Leistungen von damals anknüpfen. Aber die schweren Elemente, also wie für mich zum Beispiel Kreuzhang, das konnte ich eine Woche nach meiner letzten Weltmeisterschaft nicht mehr. Das habe ich durchgehalten bis heute. Also das ist einfach. Da muss man die Muskulatur dazu entwickeln. Und bei mir war das auch so ein Punkt. Kreuzhang im Training habe ich fast nie geschafft. Ich habe es immer nur im Wettkampf richtig gehalten. Also die Male, wo ich im Training einen Kreuzhang gehalten habe, die kann ich an einer Hand abzählen. Ja, aber man kann es auch recht lange machen. Man muss jetzt nicht unbedingt das machen wollen, was die bei den Weltmeisterschaften zeigen, sondern es reicht dann vielleicht auch die, was die machen, die mit dem Turnen anfangen. Also Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, versuchen Kippe am Reck, wobei das eine der schwierigsten Bewegungen ist, die ich kenne. Aber solche Bewegungen an den unterschiedlichen Geräten kann man schon machen. Also Schwingen am Barren, Fechterflanke oder was auch immer. Das sind einfache Bewegungen, aber tun der Muskulatur und dem Körper gut und Orandum est und sit mens sana in corpore sano. Körper, Seele, Geist. Das haben Sie mich motiviert. Die Trainingsstunden sind toll. Ja, genau, die Riesenfelge.